DJ News. Aktuelle Nachrichten für Leute mit Rhythmus im Blut. Jede Woche neu. Herzlich willkommen zur 43. Folge der DJ News. Jeden Sonntagabend erwartet euch hier auf unserem YouTube-Kanal alles Wichtige aus der vergangenen Woche aus der DJ-Szene. Also viel Spaß! Und bevor wir heute richtig loslegen, an euch nochmal der Appell. Ich habe nochmal geschaut und zwar haben wir tatsächlich 69,1% der Leute, die unsere Videos hier gucken, haben diesen Kanal nicht abonniert. Leute, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wenn ihr die neuesten Tutorials immer haben wollt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, denn nur so erhaltet ihr jedes Video. Aber jetzt wollen wir gar nicht lange drum rumreden, sondern direkt loslegen mit der ersten News für heute. Und zwar geht es um die Night of Light. Das ist eine richtig coole Aktion der Veranstaltungsbranche. Und zu der Veranstaltungsbranche gehören wir DJs natürlich genauso. Was wird da gemacht und welchen Grund hat das Ganze? Man will in erster Linie aufmerksam machen auf die aktuelle Situation, die in der Veranstaltungsbranche eben herrscht. Durch Corona keine Veranstaltungen, keine Einnahmen und das auf absehbare Zeit noch auch relativ lange, beziehungsweise eben auch nicht die Einnahmen, die man eigentlich hätte und bräuchte, um davon leben zu können. Und die Jungs haben sich Folgendes überlegt, und zwar wird in der Nacht vom 22. auf 23.06. in ganz Deutschland jede Veranstaltungsfirma, jeder DJ, jeder, der irgendwas mit Veranstaltungen zu tun hat, verschiedene Gebäude, entweder das eigene Betriebsgebäude oder auch öffentliche Gebäude rot anleuchten. Das ist ein stiller Protest, einfach um auf die Branche aufmerksam zu machen. Finde ich eine coole Aktion. Ich werde selbst auch daran teilnehmen, bin momentan noch in der Organisation und euch auf jeden Fall in 14 Tagen dann hier in den DJ News ein Video zeigen, was wir auf die Beine gestellt haben. Macht auf jeden Fall mit. Es kann jeder mitmachen, auch wenn ihr nur ein, zwei Strahler habt. Unser Kollege Nico Deutschland hat auch ein super cooles Video auf seinem Kanal gemacht. Verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Er selbst hat nur zwei Paar Scheinwerfer und wird auch dran teilnehmen. Schließt euch zusammen mit anderen, vernetzt euch mit DJs, mit Veranstaltungstechnikfirmen und zieht irgendwas Geiles auf mit einer richtig fetten Aktion, die am besten auch noch weit zu sehen ist, dass sich jeder fragt, oh mein Gott, was ist da los? Ein Appell habe ich aber noch an euch, wenn ihr irgendwelche öffentliche Gebäude anstrahlen wollt, dann klärt das vorher mit der jeweiligen Gemeinde oder mit der Stadt ab, ob ihr das auch dürft, denn einfach so ein Gebäude rot beleuchten darf man eigentlich nicht. Das heißt, das Ganze einfach abklären. Es läuft ja unter dem Deckmantel, ich sag mal, Protest und eigentlich kann man dann nicht wirklich widersprechen, also klärt es einfach vorher mit dem Ordnungsamt von der jeweiligen Stadt oder so ab und dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite, dass euch da keiner ins Bein pinkeln kann. Herkules hat den neuen DJ Impulse 500 veröffentlicht. Ein neuer Einstiegscontroller, der sowohl die hauseigene Software DJ Juiced oder Dejuiced unterstützt, als auch Serato Lite und Serato Pro. Ihr könnt also hier mit diesem Controller wirklich professionelle DJ-Software benutzen und das macht die Sache umso interessanter, denn wenn ihr später euch ein größeres Gerät kauft, dann müsst ihr euch nicht an eine neue Software gewöhnen. Deshalb finde ich das auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Insgesamt sieht der Controller richtig gut verarbeitet aus, zumindest auf den Bildern. In den Händen hatten wir ihn noch nicht, aber auch von den Specs ist es für einen Einstiegscontroller richtig, richtig gut. Preislich liegt das gute Stück bei um die 300 Euro und ausgeliefert wird er vermutlich ab Anfang Juli. Und wir bleiben bei Juiced, Dejuiced. Ich weiß einfach nicht, wie man das aussprechen soll. Jedenfalls gibt es ein neues Update zu dieser Software. Und zwar das Update 5.0.5. Das klingt jetzt in erster Linie erstmal unspektakulär, ist es aber gar nicht. Denn dieses Update hat es echt in sich. Neben der Integration von BeatSource Link gibt es nun auch, und ich zitiere, ein IMA-System. Also Intelligent Music Assistant. Und wie soll ich sagen, das klingt sehr, sehr spannend, ist es nämlich auch, denn was macht dieses System? Es schlägt euch anhand eurem im Master Deck geladenen Song
automatisiert einen Song aus eurer Library vor, den ihr als nächstes spielen könntet. Der passt. Ich bin super gespannt auf diese Funktion. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren und auch, ob das dann wirklich so gut passt. Super, super spannend. Ich bin mega hyped, was diese Funktion angeht. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn wir solche Funktionen in Zukunft vielleicht auch in solchen Geräten sehen würden. Smile. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es eine coole Sache und das Update hat es echt in sich. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wer von euch die Software Dejuiced nutzt. Denn bisher kenne ich keinen DJ, der damit unterwegs ist. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt darüber, denn die Software wird immer erwachsener und ich muss sagen, ich würde es jetzt auch mal ausprobieren. Also ich meine, gut, ich bin halt mit Standalone-Geräten unterwegs, aber wenn ich jetzt noch einen Controller hätte, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja? Was? Es geht wieder los? Jungs, es geht wieder los. Wir dürfen wieder spielen. Ohne Scheiß jetzt, Leute. Es geht langsam wieder los. Die ersten Hochzeiten sind wieder erlaubt. Ich bin Anfang Juli auch schon das erste Mal definitiv wieder unterwegs. Ich glaube, am 11.7. ist es. Nordrhein-Westfalen hat eigentlich den größten Schritt gemacht und erlaubt, ab nächste Woche wieder Hochzeiten mit bis zu 50 Gästen ohne Mundschutz. In Hessen ist es so, dass man auch bis zu 50 oder 75 Personen, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, feiern darf, unter den Hygienevorschriften. Und ich bin mir ganz sicher, dass die ganzen Lockerungen jetzt auch kommen und wir in den nächsten Wochen wieder feiern dürfen. Yay! So, und damit kommen wir auch zum absoluten Top-Thema des heutigen Tages, der heutigen DJ News, nämlich: Ist das Ende von Livestreams für DJs auf Twitch? Ich persönlich würde behaupten, ja, denn Livestreams mit Musik auf Twitch waren nie offiziell erlaubt auf Twitch, allerdings geduldet. Das ist nämlich auch genau das, was ich in der Vergangenheit schon in unseren Videos und Livestreams gesagt habe, wenn es um das Thema Livestreaming als DJ ging, dass es eben auf Twitch nur geduldet ist und nicht offiziell erlaubt ist. Ganz im Gegenteil, es steht auch ganz klar in den AGBs drin, dass man keine Musik streamen darf. Also keine Musik, die urheberrechtlich geschützt ist. Nun ist es soweit. Twitch wurde in den USA von der zuständigen Behörde abgemahnt und Twitch hat daraufhin auch gleich reagiert und das ziemlich krass, denn Twitch hat sich dann gedacht, okay, scheiße, es wird jetzt langsam eng. Schauen wir doch mal, welche Twitch-Livestreamer so bei uns auf der Plattform sind, die Musik streamen, und haben tatsächlich auch geschaut, wer in seinen Clips noch urheberrechtlich geschützte Werke hat. Und zwar vor 3 Jahren. Das heißt, die haben wirklich auch zum Teil Twitch-Streamer gebannt, die vor 3 Jahren das letzte Mal einen urheberrechtlich geschützten Stream gemacht haben. Und das fand ich schon ziemlich krass, eine ziemlich krasse Entscheidung auch von Twitch. Und das zeigt auch ganz klar, dass Twitch hier nicht bereit ist, in irgendeiner Linie zu sagen, okay, wir übernehmen die Gebühren oder Sonstiges. Meiner Meinung nach bedeutet das ganz klar das Aus für Twitch-Livestreamings für DJs. Nun ist der Aufschrei in der DJ-Branche natürlich ziemlich groß und man fragt sich natürlich, okay, welche Alternativen gibt es? Es gibt eine legale Alternative, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, Mixcloud Live. Wir vom DJ Talk werden das auch in den nächsten Wochen testen und live selbst Mixing-Livestreams machen. Also, falls ihr Interesse habt, verfolgt uns auf jeden Fall auf Instagram, denn da werden wir euch auf dem Laufenden halten, sobald wir dann auf Mixcloud Live auch live gehen. Bevor wir jetzt zum letzten Thema des heutigen Tages kommen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt und kein Video auf diesem Kanal mehr verpassen wollt. Unser Track der Woche ist in dieser Woche die Nummer von Sam Feld and Vice featuring Leonie mit Far Away From Home. Und das ist eine ganz besondere Nummer, denn Vice probiert sich hier scheinbar jetzt auch mal ein bisschen anders aus. Also das ist geht eher in die Richtung Deep House rein, hat auch
überhaupt nichts mehr mit seinen ursprünglichen Singles wie Glad You Came, Stars oder Close Your Eyes und so weiter zu tun. Es ist wirklich eine komplett neue Richtung, die Wise hier einlenkt. Und man spekuliert auch darüber, dass das so die Richtung ist, die er jetzt in Zukunft gehen möchte. Ich finde den Song cool, aber ich fand den Style vorher von Wise irgendwie cooler. Also es hat mir besser gefallen. Aber das ist auch manchmal so, manchmal muss man sich einen Song ja öfter anhören. Und ich wollte ihn euch einfach mal vorstellen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zur Single. Hört es euch mal an und schreibt eure Meinung auch in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt gesund, schaut auch unsere Livestreams auf Twitch und wir sehen uns schon bald wieder. Ciao!